In rund 75% aller Staaten ist das Menschenrecht auf Religionsfreiheit eingeschränkt. Auf Antrag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat die Bundesregierung jetzt einen Bericht zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit verfasst. Unionsfraktionschef Kauder begrüßt das prinzipiell, ist aber mit der Systematik des vom Auswärtigen Amt angefertigten Berichts nicht einverstanden. Zudem sei die Darstellung oft lückenhaft. Schaue ich nun in diesem Bericht an den verschiedenen Stellen, wo Pakistan aufgeführt wird, steht dort, dass in Pakistan vor allem muslimische Minderheiten verfolgt werden. Es steht kein einziges Wort darüber, dass in Pakistan Christen verfolgt werden. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion setzt sich schon seit langem für das Thema Religionsfreiheit ein. Gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung war sie in diesem Jahr auch Gastgeberin des internationalen Parlamentariernetzwerks zum Schutz der Religions- und Glaubensfreiheit. Bundeskanzlerin Merkel nahm als Gastrednerin an dem Treffen teil. Bei drängenden politischen Fragen ist das eine, zu kritisieren, was zu kritisieren ist. Das andere ist es, konkrete Schritte zu unternehmen, um Entwicklungen auch wirklich in gewünschte Bahnen zu lenken. Ein solcher Schritt war es, ein internationales Parlamentariernetzwerk zu gründen, um die Glaubens- und Gewissensfreiheit weltweit zu stärken. Bei der dreitägigen Konferenz mit 110 Parlamentariern aus mehr als 50 Ländern wurden Protestnoten an die Länder Vietnam, Myanmar, Sudan, Eritrea und Pakistan verschickt. Gerade auch die internationale Zusammenarbeit, auch das Petitum gegenüber denjenigen Ländern, die hier insbesondere die Religionsfreiheit einschränken, das hat schon seine Wirkung. Es ist das Bohren von dicken Brettern. Aber ich denke, deshalb ist es umso notwendiger, dass wir auch im Deutschen Bundestag diesen Bericht jetzt öffentlich debattieren, um das Thema noch mehr auch ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Zudem fordert Franz Josef Jung, dass der Bericht der Bundesregierung künftig regelmäßig vorgelegt wird.